Hallo zusammen, hier ist Zusammenzocken und heute geht es wieder weiter mit Dark Souls 3. Und genau. Erstmal an der Stelle danke nochmal an Dr. Diabetes für seine Tipps. Ich habe zwei Tipps hier drauf stehen auf meiner Liste. Und zwar gab es unten in den Raum, ich glaube, das ist der Raum, nachdem man diesen Wachsbecken findet. Rechts daneben gab es zwei Funkeltinanite, glaube ich, doch. Und da irgendwo ist ein Hebel, was ein ziemlich wichtig sein kann. Vor allem der zweite Hebel oder der andere Hebel. Ich hatte irgendwo, glaube ich, ich habe mehrere Hebel benutzt, aber ein, da habe ich nicht gesehen, was es auslöst. Und da muss ich noch mal schauen, dass ich das finde. Irgendwas Besonderes und Wichtiges soll es da zu finden sein. So, ich bin aber allerdings jetzt hier auf dem Dach und kämpfe mich noch so ein bisschen hier durch. Ich habe da unten ja noch etwas gesehen, wo ich dann vielleicht jetzt als nächstes hinkomme. Allerdings ist das alles so Point of No Return. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier der einzige Weg ist, um da runter zu gehen. Es erscheint mir alles, ja, also es ist ziemlich hoch. Na, ich gucke mich mal hier um. Okay, da könnte ich runter. Weiß nicht, wo ich da genau hinkomme. Da ist ein. Das könnte sogar der Anfangseingang sein. Okay, ja, klar. Hier könnte ich auch rüberspringen. Wäre sogar ein Item. Aber da komme ich dann nicht mehr weiter. Also, ich komme da rein. Vielleicht ist das ja auch gut. Und hier muss ich mal gucken, wie ich da sonst noch hinkomme. Moment, also hier kann ich ja wieder zurück. Genau, da unten ist ein Item. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ich komme jetzt. Ach doch, das ist dieser Item. Genau, von dem, den ich da aus dem Balkon ja gesehen habe. Jo, also, ob man hier das überlebt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendwie einen Ring habe, um so höhere, sag ich mal, höhere, ja, Sachen zu überleben. Aber ich glaube, ach so, das wäre der richtige Weg, ne? Also hier von diesem Dach unter mir, dann da hinten weiter. Aber hier runter würde ich wohl überleben, aber halt mit Schaden. Und ich weiß nicht, ob das die beste Möglichkeit dafür ist. Da wird es ja auch nicht besser. Und hier, das ist ja auch alles nicht besser. Deswegen weiß ich nicht. Das ist das gleiche im Grün. Gucken, vielleicht auf der anderen Seite noch. Ach so, ja genau, da ging's. Da hinten war noch ein Item. Und hier geht's ja wahrscheinlich dann da raus. Das ist alles kombiniert. Ja, das ist jetzt halt die Frage, wo geht's am besten hier runter? Oder was mache ich als nächstes? Ah, ja. Und dann, warte mal, ich muss erstmal hier ein kleines Update machen. Hier bin ich doch als erstes hingekommen, ne? Ja, genau. Ich bin auch da wieder zurück. Genau, und wie war das? Das war, glaube ich, die Sache mit dem Fahrstuhl, oder?
Oh. Mann, das habe ich dich schon ganz vergessen. War hier nicht? Nee. Ich sehe keinen Fahrstuhl. Ach, hier bin ich. Okay. Ja. Jetzt muss ich mich für irgendwas entscheiden. Wie war das denn hier oben lang? Ach so. Da war jetzt nichts weiter. So, ja, dann. Ich glaube, ich entscheide mich als erstes hier rüber zu springen. Wo war das? Hier. Da. Achso, hier ging es ja auch noch weiter. Richtig. Wie sah das hier aus? Gab es da noch einen Weg? Ich glaube nicht. Nee, nee. Also hier komme ich nicht mehr zurück. Ah, Mann. Doch, ich muss mal gucken, weil ich weiß nicht, ob es da noch... Doch, ach ja, jetzt weiß ich. Hier gab es noch einen Weg. Da muss ich aber dann auch an der Stelle rüberspringen. Aha, und da geht's rein. Hui, ganz schön labyrinthisch hier. So, da geht's rüber erstmal. Boah. Und dann gehe ich da hinten rüber. So, da noch weiter. Das sind weite Strecken, ne? Ich habe mich gefragt, was diese Brücke da ist. Kommt mir nicht wirklich bekannt vor. Also los, dann gehe ich da mal rüber. Oh, ein Ritter. Der uns den Rücken zudreht. Schon mal ganz gut. Titanitbrocken. Ach doch, das ist... Da habe ich gegen die Drachenrüstung gekämpft, genau. Okay. So, ich weiß nicht, ob das hier eine Falle sein kann. Deswegen gucke ich hier erstmal. Rechts, links. Ne, sieht nicht so aus. Sehe ich was. Es bewegt sich. Oh la la. Ah, da hinten ist die andere Seite und da ist das Loch. Upp. Aha. Was ist denn das? Ein Zauberwurm. Also, ich rechne nicht damit, dass das der einzige Gegner ist, der von oben... Oh ja.
mal, da ist der Gang und da ist das Wachs. Sehr schön. Ah, hier ist auch noch mal Wachs. Das wird ja bedeuten, dass die diese Geister noch mal wiederkommen. Stand ich. Aha, also hier ist Sackgasse. Oh, das ist gestürzt. Haha. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich aufgehoben habe. Glut, oder? Ach ja, diese dumme KI. Das macht aber nichts. Wenn es abgestürzt ist, ist es nicht meine Schuld. Aha. Moment, ist das dieser Raum? Ah! Ach so, hier war ein Shortcut. Treppe. Ja, ist ja gut. Ich habe mir den Kopf eingewachst. Kann also nichts passieren. So, dann ging es da hinten noch irgendwo runter. Ach, ich weiß es nicht mehr. Was ist denn hier los? Was haben wir denn hier? Offener Bereich. Ist immer ein bisschen kritisch. Ich gehe noch mal und schau da hier links. Uiuiui, ganz schön spannend. Aber ich glaube, da war keine Stelle mehr noch. Oder? Da war nichts? Nee. Da war nichts. Okay, ich tauche noch mal, meinen Kopf rein. Ach so, ich kann ja jetzt hier auch runter. Genau, dann mache ich das Backtracking jetzt hier an der Stelle und kommen dann wieder hier zurück. Ich habe ja hier aufgeräumt. Und jetzt suche ich nach diesem Fahrstuhl, der mich zum Anfang bringen wird. War das? Das war achso, das war tatsächlich nicht hier. War ich ja gut. Sah so aus. Okay, also ich beeil mich. Nach Möglichkeit möchte ich das schnell hinter mir kriegen. Ach, da ist. Hinter mir lassen. Und damit komme ich ja ganz am Anfang raus, oder? Ja. Und dort war das doch schon ganz in der Nähe. Warte mal,
Wie war das hier mit dem Shortcut hier? Ich suche diesen Raum neben dem ersten Wachsbecken. War das hier? Da war das. Hier sind wir. Und jetzt suche ich nach einem Hebel. Ich dachte, ich hätte alles abgegrast hier. Also in dem Raum. Ich tunke nochmal frisch eingewachst. So, und ich weiß nicht, ob das hier sein kann. Ein besonderer Hebel. Boah, das schreckt mich immer noch. Da, da ist es. Was passiert denn hier? Ah. Au, eine Kiste. Eine gute Kiste. Schwarzes Haar der Hexe. Und ich habe auch noch ganz viele Items, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Fällt mir gerade ein. Tja, schwarzes Haar der Hexe. Hier. Was ist das denn? Eine Waffe. Flammenpeitsche. Eine Peitsche geflochten aus dem schwarzen Haar einer Tochter der Hexe aus Izalit, die die Chaosflamme erschaffen hat. Ihr langes, lockiges Haar bringt die Macht des Feuers, die durch die Fertigkeit der Waffe entfesselt werden kann. Die Peitsche wird kurzzeitig von Flammen umhüllt. Wow, cool. Und da ist noch ein Item. Innere Kraft. Ein Pyromantie. So, Wachs ist weg. Deswegen renne ich hier nochmal raus. Hier drüber. Hatte ich noch einen Hebel gefunden. Aber nicht gesehen, was es da bewirkt. Oder wo irgendwas geöffnet wird dadurch. Das muss ich mal suchen. Hier, ich glaube. Ich höre Schritte. Oh, wow, es erschreckt mich immer noch. So, da ist dieser Hebel. Und bin ich hier sicher? Und wenn ich hier einen Hebel habe und ich will, dass... Ach, da unten will ich auch noch hinkommen. Ich will, dass man sieht, was es öffnet, dann könnte es doch sein, dass ich da dem hier diesen Balkon hier baue, damit ich hier rüber gucken kann. Wo muss ich denn da hin, um diesen Item da unten zu kriegen? Von oben? Ah, fuck. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das die Stelle ist, die zu dem Hebel gehört. Hier war ja noch ein Hebel. Ich hatte hier diesen Shortcut geöffnet. Ich glaube, das war dahin. Hier. Genau, dann wird ja der andere Hebel nicht Mechanismus auswirken, was noch weiter weg ist. Das muss ja dann schon hier gewesen sein. Beziehungsweise dann das, was ich meine, dass man hier runter gucken kann. Und das dann sieht. Ich stehe noch ein bisschen auf dem Schlauch. Also es könnte sein, dass das mit diesem Item da unten zu tun hat, aber
Wie komme ich da hin? Das ist mir schleierhaft. So, kein Wachs mehr. So, warte mal. Ich gehe mal hier runter. Also hier runterspringen, das ist sehr riskant. Ich glaube, so funktioniert Dark Souls eigentlich nicht. Es könnte funktionieren, aber ich glaube, so sollte es nicht sein. Da ist doch ein Weg darüber. Also von da hinten, wie komme ich denn da drauf? Ist ja eine Brüstung, also da kommt man ja nur, wenn dann von oben rein. Oder sehe ich da irgendwo? Oder sehe ich da was? Oder man rennt hier tatsächlich runter, also runterrollen und dann landet man da. Ne? Allerdings bin ich ja mal da runter getroppt und dann gestorben. Ich kann mir vorstellen, dass es geht. Ich versuch's einfach mal. Fuck! Nein! Ah. Nein. Ich habe den gleichen Mist nochmal gemacht. Das kann nicht wahr sein. Warte mal. Funktioniert das denn schon mal? Nein, immer noch nicht. Ich mache den gleichen Mist nochmal. Okay, der Zauberer ist schon mal weg. Aber jetzt sind alle Gegner wieder da. Zum Beispiel. Ach nee, komm. Jetzt sind meine Seelen da oben. Ach so, ja, da. Hä? Ach so, doch, doch, da komme ich ja hin. Ich brauche aber erstmal Wachs. Das sind ganz schön viele Seelen. Was, was? Habe ich da was? Nee. Alles schwer schon. Gut, die zu holen. Mm-hmm.
Ah, komm. Du mit deinem Wachs. So. Okay. Ja. 187.000. Okay, also hier geht's nicht runter. Das kann ich knicken. Aber wie kommt man denn dann dahin? Das ist die Frage aller Fragen. Jo. Und außerdem, so, da bin ich wieder bei der Frage, was löst dieser Hebel aus? Was löst dieser Hebel aus? Kein Wachs mehr. Fuck, 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 fuck. Das ging aber schnell gefühlt. Ja gar nicht hin. Ja, wie komme ich an diese Stelle dran? An diesen Item? Es muss ja irgendwie einen Weg geben. Und ja, ich frage mich, ob dieser Hebel was damit zu tun hat, von dem ich auch nicht weiß, was er auslöst. Also gucke ich mir das mal hier an. Hier ging es hier rein, okay, aber das bringt mir auch nicht weiter da oben. So ein kleiner. Komm her! Ach komm, fall doch runter.
da war. Hier ist ein Regal runtergegangen. Kenne ich das schon? Ah, da ist eine Kiste. Okay. Tanitscholle. Hm. Hat dieser Hebel... Ja, das ist... Das ist die Stelle. Na, da oben ist der Hebel. Ich glaube, das ist die Stelle. Titanitscholle. Vielen Dank. Dann habe ich das gefunden. Und jetzt möchte ich noch wissen, wie man da an diesem Item kommt. Wo ist er denn? Ich meine, das ist doch hier die Stelle. Das müsste doch da hinten sein. Wie komme ich da jetzt hin? Kann ich da irgendwo runter droppen? Ach man, das ist so gemein. Hier ist der Ritter, glaube ich. Muss ich den machen? Und hier war auch eine seltsame Stelle. Ist irgendwas im Busch. Aber ich blicke noch nicht ganz durch. Oh. Achso, nee, von hier aus ging das nicht. Hä? Moment. Wie komme ich denn da wieder zurück? Also, nee, so geht das nicht. So, ich glaube, ich muss gegen den Rittern kämpfen, oder? Hm. Ja, ich glaube, ich muss gegen den Ritter kämpfen. Um da nach unten zu kommen. Hui, ja. Front steppen. Das kriege ich noch raus, wie ich da den Timing setzen muss. Hier schon mal hochgegangen. Ach so, ja klar. So, dann hier die Ecke. Da ist nix. Und da... Da ist das mit der Leiter. Und hier ist zum Fahrstuhl. Also... Wie war das denn ohne die Leiter? Wie war denn der Aufgang ohne die... Die Leiter habe ich ja erst später bekommen, ne? Wie war das denn dann?
Ach so, nee. Da nicht. Oder? Nee, da geht's ja nur einmal rum. Ach, sorry, dass ich hier so rumirre. Wie ein Blöder. Wahrscheinlich ist die Lösung wieder ganz einfach. Also ohne die Leiter, wie bin ich denn da nach oben gekommen? Hier war ja noch zu. Bin ich denn blöd? Da geht's nach draußen, ne? Leuchtfeuer. Tja, ich glaube, ich muss aufgeben. Keine Ahnung. Ich sehe keinen Durchgang, keine andere Möglichkeit, als die Leiter zu nehmen. Komisch. Ach, warte mal. Nicht durch. Blick nicht durch, wie das war. Aber es muss doch irgendeinen anderen Weg geben, außer diese Leiter. Hä? Warte mal, vielleicht von dieser Seite. So, erstmal hier Kopf. Kopf in Wachs. So, ach so, ja, das ist die Stelle, ja. Ah, ich hatte ja vorhin auch schon keinen anderen Weg gesehen, außer da bei dem Ritter. Das ist auch sehr komisch, ja. Ja, und da ist auf jeden Fall die Stelle, wo ich gerne wissen will, wie man da hinkommt. Komischerweise sehe ich jetzt kein Item. Aber es sieht doch genauso aus, oder? Oder gibt es da vielleicht zwei von? Bin ein bisschen irritiert gerade. Bisschen viel. Kann man die Sachen hier schieben oder so? Nee, kann man nicht. Das kann man nicht. Mann, wie war das denn? Oder hat sich der Weg vielleicht blockiert durch die Schalter? Ach, da ist das Item. Ja, warte mal. Kein Plan. Ich will wissen, wie man da hochkommt. Da ist das Item. Hier drüber. Muss es ihr eine Möglichkeit geben, dahin zu kommen.
Ja, das Komische ist, ich weiß auch nicht mehr, wie man da hochkommt, ohne die Leiter zu benutzen. Das ist komisch. Das ist ganz, ganz komisch. Bin ja fast dabei, den Handtuch zu werfen. Na, guck mal, da kann ich runterdroppen. Bringt mir das was? Ich weiß auch, wo das ist. Das ist oben an dem Gang, oder? Warte mal. Glaub, das ist dieser Mittelgang. Bin ich schon viel zu hoch. Ach Mann, ich blicke hier nicht durch. Das ist ärgerlich. Also das ist nicht der Gang, den ich gesehen habe. Ach doch, von hier kann man runter. Aber das ist ja nicht verbunden. Und hier bin ich auch schon runter. Ich glaube, hier war ein Item. Ah ja, guck mal, das ist die Stelle, die man anfangs gesehen hat. Ja, die bringt aber auch nichts, ne? Genau, das war's. Die Stelle mit dem Ritter. Puh, gut, das bedeutet für mich, ich breche diese Suche ab. Sorry, dass es am Ende jetzt nichts raus geworden ist. Diesen Item muss ich mir dann irgendwie angucken oder auch einfach lassen. Vielleicht muss ich den auch nicht haben. Dann würde ich nämlich oben beim Dach jetzt weitermachen. Das Ärgerliche ist daran, dass ich diese Folge so viel Zeit. Hey, wieso habe ich denn meinen Wachs verloren? Okay. Ja, das hole ich mir auch noch gleich. Warte mal, das Wachs. Das zweite Becken ist ja hier oben. Aber das ist ja seltsam. Warum habe ich den Wachs so schnell verloren? So, dann nehme ich, glaube ich, hier die Treppe. Ich weiß nicht, ob das was schneller macht oder so. Ich will jetzt zum Dach. Aufs Dach. Aufs Dach steigen.
Ah. Shit. Ich glaube, da, die Treppe muss ich nehmen. Ich muss hier. Genau. So, da wären wir. Ach du Schande, ich habe 209.000. Ja, ich. Egal, ich guck mal, dass ich ein Feuerchen finde, bevor es zum Boss geht oder so. Aber hier an der Stelle. Oh nein, sind die ja noch wieder. Schon wieder da. Ah nein, das muss ja nicht sein. Das musste doch nicht sein. Flammensperr hat sich, glaube ich, noch nicht. Aber davon gab es so viele von den Gargoyles hier. So, ich glaube, ich springe jetzt also hier runter. Ist doch, müsste doch reichen, oder? Gut. Hat gereicht. So, und hier um die Ecke gab es ein paar Feinde. Fuck you. Nein! Wollte nicht rollen. Shit. Shit. Was war das? Was habe ich denn da gemacht? Ich habe doch... Ich habe... Nein. Ach, den habe ich ja ganz vergessen. Sag mal, wo ist denn mein... Pfeil und Bogen. Habe ich den weggetan? Okay, hier. Nein. Ach so, der will nicht. Nein. Shit. Seit wann sind die so schwer? Was für ein Licht. Ach so, von vorne. Oder Edelstein. Ach ja, genau, die Stelle. Ach, da ist dieser Ritter. Eternitbrocken. Aha. Hier kann man runter und dann wieder da rein. Sehr gut. Aber ich will ja jetzt noch nicht rein. Ich will noch draußen spielen. Hier.
irgendwas? Oder ist das nur eine Falle? Hier können ja auch von überall Gargoyles lauern. Das ist seltsam. Was hat das denn für einen Sinn, ja? Ich sehe den Sinn darin nicht. Warum soll man hier raus? Warum soll man hier raus können? Es muss doch einen Grund geben. So, also hier kann ich darüber. Mache ich auch. Ach so. Von wegen. Darüber springen? Nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich sehe keinen Grund dazu. Oder? Nee, ich glaube, ich gehe doch lieber da zum Ritter. Jo. Jetzt verstehe ich auch, warum es da einen Ritter gibt. Ja. Ah. Nein! Das knallt er noch gegen die Wand. Oh, komm. Ach komm, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe ja nun diesen Aufzug. Diesen? Ja. Und ich muss mal nochmal schauen, wie. Ach nee, nicht den. Hä? Warte mal. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt? Warte mal. Wo führt er denn hin? Doch, der führt nach unten hin. Also hier ist der Shortcut für das Leuchtfeuer, ne? Und hier komme ich dann. Hier ist noch so ein Raum. Das kann man überqueren. Und dann bin ich auf dem Dach. Dann machen wir das doch. Bringe ich die Seelen in Sicherheit. Ich denke mal, viel Zeit bleibt auch nicht mehr auf der Uhr. Ah ja, wenn man vom Teufel spricht. Genau. Ja, dumm das mit dem Item. Jetzt habe ich das nicht gefunden, aber ja.
Vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, ob dieses Item da super wichtig ist. Könnte ich mir schon vorstellen. Oh, so versteckt es ist. Ach ja, und mit ihr, mit der Feuerbannschrein-Dame. Welcome home, Ashenmoor. Speak thine heart's Gibt es desire. ja auch noch was. Aber ich kann noch aufsteigen. Und zwar 228.000 kann ich einsetzen. Was kann ich... Ach ja, ich brauche 18 für ein drittes Zauberei-Slot. Wow, 4 Level-Ups kann ich machen. Nee, noch nicht. Geschicklichkeit. Komm. Machen wir hier 2 und da 2. Brauche ich 51.000 Stufe 92. Farewell, Okay. Ashenmoor. Mayst thou thy peace discover. Vielen Dank. Ja, danke Leute fürs Zugucken. In der nächsten Folge geht's weiter. Und vielleicht. Vielleicht mache ich was mit der Feuermaid oder Feuerhüterin. Und ja, sehen wir mal in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, danke fürs Zuschauen.